Nora? Ja. Heute kommt ja diese Influencerin. Und es wäre irgendwie auch cool, wenn du mich halt so ein bisschen cool dastehen lässt, einfach als wärst du ein krasser Typ. Mach mal. Machen wir. Hallo, David, was geht? Bist du jetzt gerade Sammy oder David? Ich bin David natürlich. Jetzt gerade David? Ja. Achso, ja, okay, David. Ja. Hier mein Reich, würde ich sagen. Ja, ich bin gespannt. Ladies first. Dankeschön. Ich führe sie einmal so ein bisschen durch den Supermarkt durchs Set. Stell sie den Leuten vor. Wichtige Menschen hier. Hallo, wichtige Menschen. Das ist Luisa. Luisa, hi. Heute, ja, also ich wurde mit der Aufgabe betraut. Ich verstehe auch sofort wieso, weil wir haben so einen ganz ähnlichen Vibe irgendwie. Wir matchen so in der Energie total. Ja. Kannst du mich so ranschieben? Das war der. Ja. Oder bin ich zu schwer jetzt? Ey, sag nicht, ich bin zu schwer. Hey, wie geil! Jetzt wird's brenzlig. Boah, das ist doch mal nice. Das ist so der richtige Wartebereich, ne? Wo du so als David chillst. Jo, also jetzt hier geht's zur Maske. Hast du auch Schminke drauf? Brauch keine Maske, aber. Okay. Eben manche brauchen Masken. Ja, ja. Na? Oh, Nora ist gerade live. Ich bin live. Hi. Das hier ist Luisa. Und dann? Freut mich. Die führe ich gerade ein bisschen rum, Nora. Okay. Du weißt, ne, ich hatte ja auch am Wochenende ein Date. Hä, mit wem hattest du denn ein Date? Boah, krass. Ja. Ist ja besser als ein Shoppingcenter hier. Hier auf jeden Fall. Okay, was ist dein Lieblingsoutfit? Zeig mal. Okay, und Schade. Wenn du jetzt so ans Set kommst, ne? Dann gehst du erstmal hier hin oder was machst du als erstes? Also, erstmal müssen wir uns testen. Corona, ja. Ne? Und dann hole ich mir Frühstück. Oder lass mir Frühstück bringen, auch einfach. Oberstes Regal, Hauptdarsteller. Oh, also, du bist ja. Klar, ja. Dann. Genau, dann gehe ich entweder zuerst ins Kostüm und danach in die Maske oder eben andersrum. Je also, nachdem, wie gesagt, Maske bei mir sehr kurz eigentlich nur. Und einmal rüber gucken. Nö, nicht mal. Nicht mal? Hast gar nicht nötig? Krass. Vielleicht rasieren. Ja. Morgens. Dir wächst schon ein Bart? Ja. Krass. Ja. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 26. Ehrlich jetzt? Notliege. Bist du auch der Jüngste so? Also in echt? Hier beim Drehen? Ja. Nee. Peter, Ludger ist erst 19. Ah, und hier kommen wir wieder in den Markt. Und hier sind wieder im Markt. Hier ist das Büro von Jonas, unserem Security-Chef. Oh ja, Jonas. Von der Berlin den Song. Sandmeier, genau, den Song gemacht hat. Ole, 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 ole. Das ist unsere Promi-Band quasi. Ja. Wie heißt er nochmal? Fariaden heißt er. Ist doch auch Schauspieler, so wie du. Sag mir nichts, keine Ahnung. Also, okay. Aber die beiden Jungs, auch gute Freunde von mir. Also wenn es mal hart auf hart kommt, dann. Das ist meine Maschine, damit. Das ist quasi wie ein Teil von mir eigentlich. Saugwischmaschine, der Lambo im Supermarkt. Fährst du also jetzt? Ich fahr damit, ja. Aber auch in deiner Freizeit? Ich fahr damit, nee, das nicht. Da, also privat fahre ich teure Autos. Ja, klar. Ja. Okay. Die Rolle, die du spielst, ist jetzt so ein bisschen so verpeilt. Bist du es auch in echt? Nein. In echt bist du so. Ich bin, würde ich sagen, konzentriert, kreativ und. Ja. Aufgeschlossen. Ja. Warte mal kurz. So. Wir fahren einmal. Oh, jetzt so. Ist da was wie. Oi. Oh, die Bärzen und das süß, ne? Ja. Der jetzt nicht so süß. Der Alex. Moin. Moin. Hi. Unser Hauspenner. Gib ihm lieber die Hand. Alter. Boah, der hat voll gut. Wir haben drüber gesprochen mit dem Anfassen und sowas, ne? Das ist. Das war jetzt richtige Pennerpfoten, finde ich. Eine Punktbesetzung, würde ich sagen, ist das gewesen hier. Haben wir drüber geredet, dass du dich irgendwie den Leuten gar nicht nähern darfst in der Pause. Es ist wichtig, dass man das rüberbringt, dass wir hier so ein Team sind. Wir ziehen an einem Strang. Also wir sind quasi eine Einheit. Wir sind ein System, das einfach auf Augenhöhe funktioniert. Kein Streit hier jetzt am Set. Das muss doch nicht sein. Komm, David. Ist der jetzt beleidigt oder was? Ich gehe auch mal jetzt. Ich glaube, ich muss hier ziehen. Geil. Okay, tschüss.